You have written a book, seven experiments that can change the world. That could change could the world, die yes. Welt ändern könnten. Mm. Mm. Erzählen Sie mir doch mal von einem dieser Experimente, die ja jedermann angeboten werden über Ihr Internet. Could you tell me about one of those experiments website. That are offered to anyone around the world through your website? Yes, well, the simplest experiment. Das einfachste Experiment, with some of the most profound consequences, mit aber den tiefgehendsten Konsequenzen, is to do with the feeling of being looked at from behind. Ist das über dieses Gefühl, von hinten angestarrt zu werden, von hinten angeschaut zu werden. Most people have had the experience of turning around and finding someone. Die allermeisten der Menschen haben dieses Erlebnis schon gehabt, dass man sich umdreht und tatsächlich bemerkt, dass jemand von hinten schaut. And many people have had the opposite experience. You und andere Leute haben genau die entgegengesetzte Erfahrung gemacht, dass man den Nacken von jemandem fixiert, dass man ihm in den Rücken starrt und dass er sich dann umdrehen wird. This is a very well-known phenomenon. Und das ist ein sehr, sehr bekanntes Phänomen. But it hasn't been studied systematically. Aber es ist noch nie systematisch wissenschaftlich untersucht worden. Most scientists treat die meisten Wissenschaftler behandeln es als Aberglauben. So in this experiment, people work in pairs. Und in diesem Experiment arbeitet man in Paaren. Eine Person setzt sich hinter eine andere. And in a random sequence, und in einer zufälligen Abfolge fixieren sie den Nacken der anderen Person oder nicht. And the person has to guess if they're being looked und die angeschaute Person muss dann erraten bzw. bestimmen, ob sie angeschaut wird oder nicht. And these experiments show that people really can tell. Diese Experimente zeigen tatsächlich, dass man es feststellen kann, ob man angeschaut wird von hinten. And this will even work if you look at somebody through a mirror or through a window. Und das funktioniert eben sogar, wenn man den Blick durch ein Fenster oder durch einen Spiegel lenkt. Or even through closed circuit television. Oder sogar durch einen Fernsehapparat, also durch eine Fernsehübertragung. So there is some influence. Das heißt, es gibt also einen Einfluss. When of the mind, when we look at somebody, es gibt einen Einfluss des Geistes. Wenn wir jemanden anschauen, beeinflussen wir ihn dabei. So the mind is not simply confined das heißt, to the inside of the head. Der Geist ist nicht beschränkt auf den Innenraum des Kopfes. But it can reach out er kann ausgreifen what we look at. Und das beeinflussen, was wir betrachten. And in physics, this principle is already in der accepted. Physik ist dieses Prinzip bereits anerkannt. The observer der and the Beobachter und das Beobachtete together. Treten in Verbindung zueinander. And if we take that principle of quantum physics, und wenn wir dieses Prinzip, das aus der Quantentheorie stammt, aus der Quantenphysik, wenn wir das ernst nehmen, then we see a connection with dann this everyday phenomenon. Sehen wir tatsächlich eine Verbindung zwischen der wissenschaftlichen Theorie und dem Alltagsphänomen. So the method of doing the experiment is quite das heißt, simple. Die Methode, das Experiment and durchzuführen, ist sehr einfach und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich von meinem Website die Informationen runterladen. And the address is www.sheldrake.org. All right, one of the experiments has to do with dogs. Eines der Experimente beschäftigt sich mit Hunden. Many people have dogs that seem to know when they are coming. Viele Menschen haben Hunde, die zu wissen scheinen, wenn sie nach Hause kommen. The dog will wait at the door. Der Hund wird an der Tür warten. Before the person arrives. Bevor der Besitzer nach Hause kommt. Now, the experiment is designed to rule out the idea that this is just routine. Und das Experiment ist jetzt so angelegt, dass man die Vermutung widerlegen kann, dieses sei nur Gewohnheit, nur Routine. And to rule out the idea that it depends on familiar sounds, like a car. Und engine. Auch gleichzeitig damit den Verdacht auszuräumen, dass das auf vertrauten Geräuschen beruht, wie zum Beispiel dem Motorengeräusch des Wagens. So in the experiment, the person das comes heißt home also, at an unusual time. Im Experiment kehrt die Person, also der Besitzer des Hundes, zu einer in ungewöhnlichen a friend's car, Zeit heim. Or in a taxi. In einem Taxi oder im Auto eines Freundes. Or on a borrowed bicycle. Oder auf einem geliehenen Fahrrad. And with a video camera, und you mit can einer record Videokamera the behavior of the dog. Beobachten wir das Verhalten des Hundes. Does the dog still know they are coming home, weiß der Hund immer noch, dass sie heimkommen, obwohl er way.
auf eine ungewöhnliche Weise zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt heimkommt. Und das Experiment zeigt, dass die Hunde es trotzdem wissen. Wie erklären Sie das? How do you explain this? Well, most people would say it is a sixth sense. Die meisten Menschen würden sagen, dass es ein sechster Sinn ist oder Telepathie. I think that it's because of ich glaube, dass es an einem morphischen Feld liegt, der das Haustier an den Besitzer bindet. The pet and the owner are connected by das Haustier a bond, a und der Besitzer werden durch eine Verbindung miteinander verknüpft. And the nature of the connection, I think, is a field, und diese Verbindung ist meiner Ansicht nach im morphischen Feld. So when the person intends to come home, das heißt, when their intention turns wenn die Person beschließt, nach Hause zu gehen, wenn ihre Absicht sich dem Heim zuwendet, dann also verändert das das Feld, as if it was feeling a draft. Well, I don't know how the dog der Hund feels. Kann diese Veränderung spüren. Ich weiß nicht genau, was der Hund fühlt. Er fühlt sich vielleicht nur unruhig oder er weiß, dass die Person nach Hause kommt. It may be unconscious. The dog vielleicht may ist es unbewusst. Go and wait by the door. Vielleicht it just knows without knowing her. Vielleicht ohne zu wissen, was passiert, geht der Hund zur Tür und wartet dort. Vielleicht ohne zu wissen auch, dass der Herr jetzt heimkommt.